Ich begrüße Sie zum Video Triviale Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion. In diesem Video werden wir uns jetzt mit den Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion beschäftigen, die in der Zahlentheorie eine besonders große Bedeutung haben. Um nun die Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion zu finden, ist es jetzt nützlich, bestimmte Gebiete in der komplexen Zahlenebene getrennt zu betrachten. Und daher machen wir eine Fallunterscheidung. Und zwar der erste Fall ist der Fall, dass wir hier nur komplexe Zahlen Z betrachten, deren Realteil größer ist als 1. Also mit Realteil von Z ist größer als 1. Für diesen Fall können wir für die Riemannsche Zeta-Funktion auch die Eulersche Produktdarstellung verwenden. Die hatten wir hergeleitet im Video Zahlentheorie Nummer 21 und die sah folgendermaßen aus. Die Zeta-Funktion an der Stelle Z ist gleich das unendliche Produkt über sämtliche Primzahlen P über den folgenden Ausdruck 1 dividiert durch 1 minus 1 dividiert durch p hoch z. Und diese Darstellung galt für alle komplexen Zahlen z mit Realteil von z größer als 1. Man sieht an dieser Produktdarstellung zunächst einmal Folgendes, dass kein Faktor dieser Produktdarstellung 0 werden kann. Und das bedeutet letztendlich, dass das unendliche Produkt sicher ungleich 0 ist. Also das hier ist sicher ungleich 0 und das hat zur Folge, dass in der komplexen Zahlenebene die Riemannsche Zeta-Funktion für alle komplexen Zahlen mit Realteil z größer als 1 keine Nullstellen existieren können. Und das möchte ich hier vielleicht rechts im Bild einmal hinzeichnen. Wir betrachten hier einmal die komplexe Ebene mit den Achsen Realteil von z und Imaginärteil von z. Und ich zeichne hier jetzt einmal ein, die Stelle z gleich 1, da ziehe ich mal eine senkrechte gestrichelte Linie, wie Sie hier sehen. Und dann wissen wir, dass im Bereich größer, also wo die Realteile von z größer sind als 1, das ist der blau schraffierte Bereich hier, dass dort die Zeta-Funktion sicher ungleich 0 ist. Also in diesem Bereich können wir sagen, dass die Zeta-Funktion ungleich 0 ist und folglich keine Nullstellen besitzen kann. Und der zweite Fall, den wir jetzt betrachten wollen, ist der Fall, dass der Realteil der komplexen Zahlen kleiner ist als 0, also letztendlich der Bereich, der jetzt links von der imaginären Achse liegt, den schraffiere ich hier auch einmal blau, und das wird jetzt unser zweiter Fall sein. Zweiter Fall, wir betrachten jetzt komplexe Zahlen z mit der Eigenschaft, dass der Realteil von z kleiner als 0 sein soll. Und dazu bedienen wir uns jetzt der Funktionalgleichung der Riemannschen Zeta-Funktion, die wir im letzten Video hergeleitet haben, und die sah folgendermaßen aus. Die Zeta-Funktion an der Stelle 1 minus z ist gleich Pi hoch minus z multipliziert mit 2 hoch 1 minus z, multipliziert mit der Gamma-Funktion von z, multipliziert mit der komplexen Kosinusfunktion an der Stelle Pi mal z halbe und das Ganze noch multipliziert mit der Zeta-Funktion an der Stelle z. Hergeleitet wurde diese Formel im Video Zahlentheorie Nummer 39, also letztendlich im letzten Video. Dort können Sie sich das nochmal anschauen. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir betrachten jetzt die linke Seite dieser Funktionalgleichung. Das heißt, die Zeta-Funktion an der Stelle 1 minus z. Das heißt, wenn der Realteil von diesem Argument, also der Realteil von 1 minus z, wenn der kleiner ist als 0, dann betrachten wir ja offensichtlich Funktionswerte der Riemannschen Zeta-Funktion in der linken Halbebene, also links von der imaginären Achse, die ich hier rechts im Bild blau schraffiert habe. Das ist aber äquivalent damit, dass 1 minus der Realteil von z kleiner sein muss als 0 und das können Sie wiederum äquivalent umformen dazu, dass der Realteil von z offensichtlich
offensichtlich größer als 1 sein muss. Wenn wir jetzt die Nullstellen betrachten von der Riemannschen Zeta-Funktion an der Stelle 1 minus z, also wir setzen diese Funktion 0, müssen wir eigentlich nur die Nullstellen der rechten Seite der Funktionalgleichung finden. Und zunächst einmal schauen wir uns die ersten beiden Faktoren hier an, die ich einmal rot unterklammere. Die sind sicher ungleich 0 für alle komplexen Zahlen. Die können also nicht 0 werden. Dann schauen wir uns die Riemannsche Zeta-Funktion an. Wenn der Realteil von z größer als 1 ist, haben wir im Fall 1 ja gerade gesehen, dass die Riemannsche Zeta-Funktion also in dieser rechten Halbebene, die ich hier rechts im Bild ganz rechts blau schraffiert habe, dass diese Riemannsche Zeta-Funktion dort auch ungleich 0 ist, also keine Nullstellen hat. Und dann betrachten wir noch einmal die Gamma-Funktion an der Stelle z und benutzen dazu jetzt die Produktdarstellung der Gamma-Funktion, die ich hier oben rechts im Bild im blauen Kasteneimer hingeschrieben habe. Die Herleitung dieser meromorphen Fortsetzung der Gamma-Funktion finden Sie im Video Zahlentheorie Nummer 29 und Sie sehen ja offensichtlich, wenn Sie sich diesen Term ja einmal anschauen, dass dieser für alle komplexen Zahlen sicher ungleich 0 ist. Denn dieser Quotient kann ja nur dann 0 werden, wenn der Zähler 0 werden würde, aber n Fakultät mal n hoch z ist immer ungleich 0, daher ist die Gamma-Funktion also in diesem Bereich, den wir hier jetzt betrachten, Realteil von z kleiner als 0, die Gamma-Funktion muss dort ebenfalls ungleich 0 sein. Das heißt, die Nullstellen der Zeta-Funktion an der Stelle 1 minus z, die wir hier suchen, die können eigentlich nur daraus resultieren von der komplexen Cosinus-Funktion. Und nun müssen wir uns noch einmal erinnern an die komplexe Cosinusfunktion. Das schreibe ich hier vielleicht zunächst einmal hin. Die komplexe Cosinusfunktion, wenn Sie die Null setzen, dann folgt daraus, dass die Nullstellen alle reell sind. Und die Nullstellen ergeben sich hier durch z-Index k ist gleich 2k plus 1 dividiert durch 2 mal pi. Und Sie sehen, diese Cosinusfunktion hat offensichtlich nur reelle Nullstellen und das gilt für alle k aus der Menge der ganzen Zahlen. Das wurde gezeigt im Video, das vermerke ich hier vielleicht noch einmal, im Video Nummer 285 in der Rubrik Analysis 3. Also in der Funktionstheorie, dort können Sie sich das nochmal anschauen, dass die komplexe Cosinusfunktion nur reelle Nullstellen hat. Wir müssen jetzt allerdings betrachten den Ausdruck Cosinus von Pi mal z dividiert durch 2 und müssen den 0 setzen. Daraus folgt doch, wenn wir diese Regel jetzt hier anwenden, dass offensichtlich gelten muss, Pi mal z-Index k dividiert durch 2 muss gleich sein 2k plus 1 dividiert durch 2 mal Pi. Und das können Sie auflösen nach z-Index k und erhalten hier 2k plus 1 und zwar für alle k aus der Menge der natürlichen Zahlen. Was heißt das jetzt konkret? Das sind also die Nullstellen der Cosinusfunktion. Daraus folgt dann, dass die Zeta-Funktion an der Stelle 1 minus z-Index k ja gleich 0 sein muss. Das ist also, wenn wir das mal einsetzen, das ist 1 minus in Klammern 2k plus 1. Und wenn Sie die Klammern im Argument hier auflösen, erhalten Sie gerade, das ist die Zeta-Funktion an der Stelle minus 2k. Und wir haben hier folgende Bedingung gestellt, dass der Realteil, das möchte ich hier nochmal einrahmen, der Realteil von 1 minus z muss kleiner als 0 sein. Das bedeutet doch bei uns, wenn wir den Realteil uns anschauen von 1 minus z-Index k, was ja nichts anderes ist wie der Realteil von minus 2k und der muss kleiner sein als 0 und daraus folgt doch sofort, dass für k nicht alle ganzen Zahlen mehr zulässig sind, die wir hier einsetzen können. Ich habe mich hier oben verschrieben, sehe ich gerade. K muss ein Element aus z sein, das habe ich hier nochmal verbessert an dieser Position. Und hier unten kriegen wir jetzt raus, damit der Realteil von 1 minus die 0 mit der Nullstellen zk kleiner als 0 ist, müssen wir fordern, dass k nur noch eine natürliche Zahl sein darf. Das bedeutet also, wir kriegen Nullstellen raus in dem Bereich, der links von der imaginären Achse liegt, wenn wir hier oben nochmal in den Graphen hineinschauen, an der Stelle minus 2k, wobei k
eine natürliche Zahl sein kann. Das heißt, die erste Nullstelle würden Sie an der Stelle minus 2 erhalten, die nächste dann an der Stelle minus 4 und so weiter. Diese Nullstellenverteilung, die hatten wir schon einmal gefunden, und zwar im Video Zahlentheorie Nummer 35 im Zusammenhang mit den Bernoulli-Zahlen. Aber was wir jetzt hier aus der Funktionalgleichung herausbekommen haben, ist folgendes, dass die Riemannsche Zeta-Funktion im Bereich für Realteil von z kleiner als 0 nur reelle Nullstellen hat. Das heißt, im gesamten anderen Bereich, der blau schraffiert ist, dort ist die Riemannsche Zeta-Funktion offensichtlich ungleich 0, hat also keine weiteren Nullstellen. Und da wir diese Nullstellen an der Stelle minus 2k ja sofort aus der Funktionalgleichung ablesen konnten, sagt man, dass diese Nullstellen die trivialen Nullstellen sind. Und das möchte ich hier vielleicht kurz einmal als Definition auch festhalten. Definition: Die trivialen Nullstellen, das kürze ich mal so ab, durch NST der Riemannschen Zeta-Funktion sind Z-Index K gleich minus 2K, und zwar für alle K aus der Menge der natürlichen Zahlen. So, warum sage ich hier triviale Nullstellen? Triviale Nullstellen deswegen, weil die sich letztendlich sofort aus der Funktionalgleichung ablesen lassen. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wenn es triviale Nullstellen gibt, gibt es dann eventuell auch nicht triviale Nullstellen, die sich nicht aus der Funktionalgleichung so einfach ablesen lassen. Und das könnte sein, wir haben ja einen Bereich hier noch ausgelassen, den ich hier einmal hellblau schraffieren möchte. Das ist der Bereich hier, der Streifen, kann man auch sagen, zwischen Realteil z gleich 0 und Realteil z gleich 1. Diesen habe ich ja bereits noch ausgelassen, wie Sie sehen. Und diesen Streifen, den möchte ich bezeichnen als kritischen Streifen. Kritischer Streifen. Es könnte ja sein, dass die Riemannsche Zeta-Funktion in diesem kritischen Streifen ebenfalls noch Nullstellen besitzt. Und diesen kritischen Streifen, den möchte ich hier mal bezeichnen mit Ks. Und wir definieren uns diesen kritischen Streifen durch die Menge der komplexen Zahlen, für die gilt, dass der Realteil der komplexen Zahlen größer gleich 0 ist, aber kleiner gleich 1. Und ob diese Riemannsche Zeta-Funktion jetzt im kritischen Streifen noch weitere Nullstellen besitzt, damit werden wir uns in den nächsten Videos noch eingehend beschäftigen.